Die Big Hazard Gang ist eine von den gefährlichsten und auch eine von den ältesten Gangs, die Los Angeles zu bieten hat. Die Gang war so gefährlich, dass die Polizei nicht in ihre Gegend fahren konnte, ohne dass sie Unterstützung brauchten. Die Gang hatte ihre Gegend unter Kontrolle und dazu sind sie auch noch enge Verbündete der Mexican Mafia. Das FBI war ihnen aber auch auf der Spur und sie versuchten alles, um die Gang zu stürzen. Doch bevor wir näher auf die Geschichte der Big Hazard Gang eingehen, der beste Weg, um meine Arbeit auf YouTube zu unterstützen, ist es, das Video zu bewerten, und wenn ihr Lust auf Geschichten aus der Unterwelt habt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Damit starten wir in die Geschichte. Los Angeles, Kalifornien. Es gibt viele berüchtigte Housing Projects, doch eines davon hat es besonders in sich, die Ramona Gardens in Boyle Heights. Die Projects sind dafür bekannt, dass sie hauptsächlich von Latinos bewohnt werden. Es ist gleichzeitig auch eine von den ältesten Siedlungen, die Los Angeles zu bieten hat. Die Ramona Gardens sind ziemlich abgeschottet vom Rest von Los Angeles. Man kann schon fast behaupten, dass es eine Festung ist. Die drin wohnen, wissen aber, was dort oft abgeht, und die anderen Bürger von Los Angeles, die sich nicht damit befassen, haben keine Ahnung. Die Projects sind auch von Armut und Kriminalität gezeichnet. Viele Personen fühlen sich gezwungen, sich einer Gang anzuschließen, um endlich aus dem Sumpf zu entkommen. Selbst die Polizei weiß, dass es in den Ramona Gardens nicht immer mit rechten Dingen zugeht. Das war jetzt aber auch eine klare Untertreibung. Das LAPD weiß, dass wenn sie die Ramona Gardens betreten, dass sie mit dem Schlimmsten rechnen müssen, und daher betreten sie die Nachbarschaft nicht ohne Verstärkung. Es gibt eine Gang, die besonders bekannt ist. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Gang gleich alt ist wie die Siedlung, in der sie ansässig sind. Die Big Hazard Gang. Sie sind die größte Gang aus den Ramona Gardens und laut den Berichten sind sie schon seit den 40er Jahren aktiv, also kurz nachdem der Weltkrieg sein Ende gefunden hatte. Was die Gang noch mächtiger macht, ist ihre Verbindung zur Mexican Mafia. Die Verbindung zwischen den beiden Gangs besteht fast so lange, wie es die Gang gibt. Ein Mitglied der Big Hazard Gang war nämlich ein OG bei der Mexican Mafia. Er musste ins Gefängnis und dort schloss er sich der Gefängnisgang an, die später zu einer der mächtigsten Gangs werden würde, die Kalifornien je gesehen hatte. Sein Name war Robert Solis, alias Robot. Er war ein richtiger OG und respektiert auf den Straßen. Robot hatte auf freien Fuß schon was zu sagen, doch als er ins Gefängnis kam, erweiterte sich sein Einfluss um ein viel weiteres. Doch sein Einfluss würde enden, als er im Jahre 2004 hinter Gitter verstorben war. Die Big Hazard Gang ist dafür bekannt, dass sie eine von den brutalsten Gangs sind, die es überhaupt in Los Angeles gibt. Drive-by-Shootings, Revierkämpfe und der Drogenhandel sind ihre Geschäfte. Sie schrecken auch nicht davor zurück, sich mit der Polizei anzulegen. Es kam immer wieder dazu, dass sie in Schusswechsel mit den Behörden kamen, nachdem diese die Ramona Gardens betreten hatten. Zum Beispiel, die Behörden verfolgten einmal ein Auto, das in den Ramona Gardens fuhr, und von da an wussten die Behörden, dass die Lage nun ernst werden würde. Und sie wurden auch recht behalten. Sie wurden von einer Glasflasche beworfen und dann stoppten die Polizisten, um den Werfer zu konfrontieren. Die Big Hazard Gangster hatten gerade eine Party in einem Garten abgehalten und von da an flog auch die Flasche auf die Behörden. Die Gangster hießen ihre ungewünschten Gäste aber nicht gerade willkommen und so attackierte einer der Gangster einen Polizisten mit einer weiteren Flasche. Der zweite Polizist wollte seinem Partner noch helfen, aber der Gangster wollte einfach nicht von ihm loslassen. Er warnte den Gangster, dass er sich ergeben sollte, doch laut den Berichten machte dieser keinen Anstand aufzuhören und daher öffnete der Polizist auch das Feuer, woraufhin der Gangster verstarb. Bei dem Gangster hielt es sich um Arturo Jimenez, der ein etabliertes Mitglied in den Ramona Gardens war. Daher war der Aufschrei auch groß und es brach sofort ein Aufstand aus. Es brauchte Unmengen an Polizisten, die dann schlussendlich dazu in der Lage waren, die Aufstände zu stoppen. Also wie man sieht, auch als Polizist hatte man es nicht leicht, wenn man in die Ramona Gardens gehen wollte. Die Gangster waren eine Einheit und sie würden auch nicht zulassen, dass jemand ungestört in ihre Projects gehen würde. Die Ramona Gardens waren von Anfang an von mexikanischen und schwarzen Einwohnern bewohnt. Doch zwischen den zwei Gruppierungen entstand ein Streit und die Big Hazard Gangster terrorisierten die schwarze Community in den Ramona Gardens. Es ging sogar so weit, dass Gangster der Ramona Gardens eine Explosion in der Nähe von zwei Wohnungen auslösten. Beide Familien hatten all das verloren, was sie sich aufgebaut hatten, und auch noch das Wichtigste. Sie konnten sich nicht einmal in ihrem eigenen Zuhause wohlfühlen nach so einer Attacke. Auch die anderen schwarzen Familien fühlten sich nicht mehr wohl in den Ramona Gardens. Es hätte auch passieren können, dass sie die nächsten Ziele von so einer Attacke
sein könnten. Daher hatten sich die Familien dazu entschieden, die Ramona Gardens zu verlassen. Die Big Hazard Gang hatte die ganzen Projects unter Kontrolle und sie konnten auch einfach ihren Geschäften nachgehen, weil sich sowieso niemand trauen würde, was gegen sie zu sagen. Doch die Lage konnte sich über die Jahre hinweg weiter bessern und so konnten auch langsam wieder schwarze Familien in die Ramona Gardens einziehen. Doch die Spannungen blieben trotzdem aufrechterhalten und im Jahre 2014 würde es wieder einen tragischen Höhepunkt geben. Die Big Hazard Gangster hatten sich wieder einmal dazu entschieden, die schwarzen Familien in den Ramona Gardens zu attackieren. Sie hatten dieses Mal auch Molotow-Cocktails dabei und sie hatten es insgesamt auf 4 Wohnungen abgesehen. Die Gangster teilten sich auf, damit sie ihre 4 Ziele gleichzeitig attackieren konnten. Die Attacke der Gangster wurde auch durch Überwachungskameras aufgezeichnet. Bei den Attacken wurde glücklicherweise niemand verletzt und die Gangster hatten auch wichtige Spuren für die Behörden hinterlassen. Einer der Gangster hatte sich geschnitten und die Verletzungen waren so stark, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Daher war es für die Behörden ein ziemlich einfaches Spiel, die Gangster zu finden und sie konnten sie auch verhaften. Alle, die sich in dieser Situation beteiligt hatten, mussten sich vor einem Gericht für ihre Taten verantworten. Der Kopf hinter der Aktion würde auch die nächsten 16 Jahre hinter Gitter verbringen. Der Gangster, von dem wir hierbei sprechen, war Carlos Hernandez, der auf den Straßen auch unter dem Namen Ryder bekannt ist. Ryder hatte alle seinen Komplizen ihre Aufgaben gegeben und daher musste er auch mit der höchsten Strafe rechnen. Ryder sprach aber auch davon, wer die wirklichen Drahtzieher hinter dieser Attacke waren. Laut den Gerichtsdokumenten hatte die Mexican Mafia den Befehl gegeben, diese Attacke durchzuziehen. Die Behörden wussten, dass die Big Hazard Gang ein wirkliches Problem war für die Community in den Ramona Gardens und generell für die Straßen von Los Angeles. Daher schaltete sich auch das FBI ein. Die Drive-Bys und die ganzen Fäden der Straßen, in denen sich die Big Hazard Gang verwickelt hatte, sorgten für sehr viel Aufsehen. Das FBI und das LAPD arbeiteten zusammen, um der Gang einen riesigen Schlag zu versetzen. Es wurde auch als der größte Schlag gegen die Mexican Mafia verzeichnet, den die Behörden verübt hatten. Der Einfluss der Big Hazard Gang auf die Ramona Gardens musste einfach gestoppt werden und daher ermittelten die Behörden stark gegen die Gang, damit sie genug gegen sie in der Hand hatten, um so viele wie möglich zu verhaften. Die Ermittlungen waren auch erfolgreich und so konnten insgesamt 38 Mitglieder verhaftet werden. Die Operation Resident Evil war ein voller Erfolg. In den frühen Morgenstunden besuchten die Behörden die verschiedensten Wohnungen der Gangster, um diese zu verhaften. Sie konnten insgesamt 24 Gangster festnehmen, 4 weitere wurden auch angeklagt, aber blieben vorerst auf freien Fuß und 7 Mitglieder waren bereits schon im Gefängnis. Die Verhaftungen wurden durchgeführt, nachdem die Behörden insgesamt 4 Jahre gegen die Gang ermittelt hatten. Die Behörden fanden auch entscheidende Hinweise, als sie das Auto von einem Gangster durchsuchten. Dort fanden sie einen Zettel, der zwar verschlüsselt war, doch die Behörden waren trotzdem in der Lage dazu, ihn zu lesen. Der Zettel wurde von einem mächtigen Mitglied der Big Hazard Gang geschrieben, der sich zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis befand. Dieser war auch ein festes Mitglied der Mexican Mafia. Die Behörden wussten auch, dass dieser bald aus dem Gefängnis freikommen würde und kurz darauf wurde eine neue Taskforce gegründet, um einen näheren Blick auf die Gang zu werfen. Seitdem konnten die Behörden auch ermitteln, dass die Big Hazard Gang um die 350 aktive Mitglieder hat und dass der Name vom Hazard Park stammte. Sie waren die größten im Rauschgifthandel in der Gegend rund um Boyle Heights. Sie verlangten auch Schutzgeld von kleineren Dealern, das sie dann behalten konnten, aber es mussten auch Einnahmen an die Mexican Mafia bezahlt werden. Die ganze Struktur und das Geschäft der Gang war darauf aufgebaut, dass sie alle einschüchtern würden, bis sie das machten, was sie wollten. Es wurde auch einmal Geld von einer Familie verlangt, die der Polizei erlaubt hatte, dass sie ihre Garage durchsuchen durften. Die Familie hatte rein gar nichts mit der Straße zu tun, aber für die Gang war es wohl Grund genug, dass sie Geld von der Familie verlangten. Die Gangster hatten Verstecke, sie benutzten Kameras und Waffen, um ihre Geschäfte zu beschützen. Wenn ein Polizist ihnen zu nahe kam, stellten sie einfach einen Antrag, dass dieser sich nicht richtig verhielt und so kam es immer wieder dazu, dass Polizisten versetzt wurden. Das FBI konnte bei Durchsuchungen immer wieder Waffen und Drogen finden. Die Anklage besagt auch, dass die Gang für mehrere Morde verantwortlich ist, doch es wurde nie richtig gesagt, für wie viele genau. Durch den Schlag vom FBI konnte die Gang aber trotzdem in den Ramona Gardens geschwächt werden und sie hat nun auch mehr Aufmerksamkeit von den Behörden. Die Zeiten sind laut den Quellen vorbei, wo die Big Hazard Gang so viel Einfluss auf die Projects hatte. Doch nun würde mich eure Meinung dazu interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und damit bedanke ich mich fürs Einschalten.